Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind in der Winterfeste, für alle, die sich fragen, wo ich bin. Und ich gehe mal dahin. Und ich suche jetzt nach einem Meister der Alchemie und nach dem Zaubertrankrezept. Ich frage mich, was wir mit dem Auge hätten tun können. Wäre es nur sinnvoller verwendet worden? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Ne. Der hat nichts. Bis zum nächsten Mal. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer dann euch während eurer Zeit hier am meisten geholfen hat. Erzmagier. Erzmagier. Ich liebe es, wenn die mich so nennen. So. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Nein. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Also jetzt habe ich doch glatt vergessen, wonach ich suchte. Bitte? Oh ja, ja danke, das werde ich. Telefoniert da jemand? Eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Jetzt fange ich schon wieder an zu gähnen. Ja, gibt es Gelegenheit, bei dem ich helfen kann? Noch eine Quest, ne? Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und im Arkaneum untergebracht werden müssen. Jo. Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Finde ein Exemplar von Bruder Dunkelheit. Überbringen das Buch Ukrokushub. Hier ist das Buch, das ihr gesucht habt. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Ich hab's schon. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Abgeschlossen. Und Gold. Cool, danke. Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ja, den habe ich schon. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Bis zum nächsten Mal. Begonnen. Charidors Erkenntnis. Schon wieder? Finde Charidors Schriften. Nee, Charidors Erkenntnis, das war mal ein Folgentitel von Teso. Cool. Okay. Hier ist ein neuer. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Ihr habt etwas über verschwundene Lehrlinge gesagt? Genau. Ja, die Gruppe vor eurer ist komplett verschwunden. Es ist möglich, dass es mehr als nur die nötige Aufsicht gebraucht hätte. Das wird noch untersucht. Aber seit einiger Zeit haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Arniel fragt sich, ob sie vielleicht in den finsteren Reichen verschwunden sind. Aber damit würde man ihnen wohl etwas zu viel zutrauen. Wie lange werden sie schon vermisst? Über die Zeit habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
Seit mindestens einem Monat, schätze ich. Ach du Scheiße. Mal nachdenken. Woran haben Sie gearbeitet? Ich erinnere mich, dass Isra versucht hat, Flammenmantel-Zaubersprüche besser an die raue Umgebung im Himmelsrand anzupassen. Ilas Tai praktizierte Illusionszauber. Ich glaube, sie hatte Probleme mit den Besänftigungszaubern. Allerdings arbeitete sie nur mit Skeva-Ratten. Dann gibt es noch Borvir und Rundi. Zwillinge, die sich aber selten auf irgendetwas einigen konnten. Diese beiden Jungs waren besessen von Met und überzeugt davon, eine Konkurrenz zu Honigbräu hinzubekommen. Mit Frostmagie sollte der Met eine bestimmte Zeit lang gekühlt werden. Für mich war das vergeudete Mühe, aber der Erzmagier ließ sie gewähren. Mhm. Nochmal das Ganze? Genau. Es ist möglich, dass es mehr... Aber Arniel fragt sich, ob sie vielleicht... Wo könnten sie sein? Ich bin mir nicht sicher. Keiner von ihnen hat an etwas besonders Gefährlichem gearbeitet. Ich erinnere mich, dass Isra versucht hat... Ilas Tai... Dann gibt es diese beiden... Mit Frostmagie sollte der Met eine bestimmte Zeit lang... Huch. Cool. Ich habe hier immerhin schon mal Resistenz. Werden. So richtig haben wir es nicht, ne? Für mich war das vergeudete Mühe, aber der Erzmagier ließ sie gewähren. Also werden wir nie erfahren, was mit denen los ist. Gut. Wo geht's denn hier noch rum? Zu meinen Quartieren. Vielleicht ist dort ja. Das Rezept. Das ist ein bisschen dunkel hier. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ah, schon besser. Das Banner erinnert mich so ein bisschen an Niewinter. So. Leder. Ein Zwergendolch. Stiefel. Ja, jetzt mal hier rum. Die habe ich nie benutzt. Brauche ich eigentlich prinzipiell auch nicht. Ich brauche das Rezept, Mensch. Oh. Bisschen Gold ist schön. Super, was nützt mein Alchemielabor, wenn ich die Rezepte nicht weiß? Ja, ein paar habe ich da, ja. Aber nur eine Resistenz? Und ehrlich, das ist ein bisschen lächerlich. Hier ist nichts. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer euch während eurer Zeit hier am meisten geholfen hat, Erzmagier. Also gut? Gut. Huch, was ist denn hier los? Versammlung. Kommen wir zur weiteren Unterrichtsstunde. Es ist mir eine Freude, dass ihr eingetroffen seid. Das ist ein schönes Bild. Hier haben wir den Sprecher. Die Existenz sogenannter Schicksalssteine wurde in ganz Himmelsrand wiederholt bestätigt, ihre Bedeutung hingegen nicht. Die vorherrschende Meinung unter den Einwohnern von Himmelsrand ist, dass diese Steine tatsächlich magischer Natur sind. Obwohl es dafür keinen direkten Beweis gibt, ist es doch sehr wahrscheinlich. Hinweise auf ähnliche Steine sind in den Erzählungen verschiedener tamrielischer Kulturen zu finden.
Allerdings weist keiner dieser Steine identische Inschriften oder dieselbe Anordnung wie die Steine im Himmelsrand auf. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinerlei Bestätigung für die verschiedenen Theorien, die die Natur dieser Steine zu erklären versuchen. Ihre relative Lage zueinander lässt nicht darauf schließen, dass die einzelnen Steine Teil eines größeren, bisher nicht erkannten Ganzen sind. Außerdem entspricht ihre Anordnung in ganz Himmelsrand keinem bekannten magischen Phänomen. Das Alter der Steine muss noch offiziell bestimmt werden. Die wahrscheinlichste der drei Ursprungstheorien ist, dass sie in der meretischen Ära aufgestellt worden sind. Die Schriften aus dieser Epoche, einschließlich der Schriften Isgramors selbst, erwähnen die Steine nicht, also konnte diese Theorie bisher nicht bestätigt werden. Dennoch zieht es viele zu diesen Steinen hin, nicht zuletzt wegen der Geschichten, in denen Ortsansässige sie als Quelle großer Macht beschrieben. Die Akademie wird diese faszinierenden Objekte weiter erforschen und jedwede neuen Erkenntnisse mit größter Eile weitergeben. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Diese Steine, wovon er gerade redet, sind übrigens diese kleinen Findlinge, die man finden kann. Ja. Warum verschwindet mein Forschungsmaterial? Ich suche immer alle möglichen Waren. Bringt mir, was auch immer ihr nun findet. Und ich sehe, was ich tun kann. Was gebt ihr mir dafür? Den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Ach, hat er vielleicht etwas? Nee, aber Dietrich, ja, gerne. Ach, der nimmt das. Cool. Bitte nicht die Holzmaske. Die brauche ich noch. Sonst kriege ich Morokai nie wieder da rein. So, den nehme ich auch noch aus hier. Der hat noch 36, jo, gut. Danke. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Wer war Kalia nochmal? Egal. Es hat also nichts gebracht. Das ist eine geile Statue. So. Es hat nichts das gebracht, dass ich hier. Dass ich hier herumgelaufen bin. Wo gibt's Alchemisten? Ah. Ich muss gleich im Guide nachgucken. Mache ich gleich offscreen. Wir haben Zeugs. Schimmernebelhöhle. Moonforge, wir waren noch nie in der Moonforge. Das müssen wir nachholen, Leute. Auf nach Ivarstadt. Ist eine Zutat, um ihre Eigenschaften zu erfahren. Dadurch verbesserst du die Fähigkeit Alchemie ein wenig. Ja, nur haben wir leider keine Zutaten, die wir essen können. Weil ich schon alles gegessen habe. Der Weg zur Alchemie ist schwierig und dunkel. Es ist mir zu dunkel, Leute. Ich war noch ein paar Stunden. Ich könnte ja eigentlich nochmal hoch nach Hochrotka. Uah! Hey du, Mistviech. Ich setze mein Gold auf den Großen. Ihr seid so gut wie tot. Ich nehme euch auf. Ein Vampirmeister. Oha.
Rat ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Da ist der arme Irre. Den will ich nicht umbringen. Wo kommen diese Vampire her? Wir müssen sie ausrotten, bevor sie noch mehr umbringen. Oh. Wo kommen diese Vampire her? Wir müssen sie ausrotten. Habe ich den... Die Höhle habe ich nicht im Blick. Das ist eine Bärenhöhle, da hinten sehe ich sie schon. Da können wir mal hingehen, bevor ich da hochrenne. Ich weiß, da ist ein Bär. Baba Yak, Baba Yak, Baba Yak, Baba Yak, Baba Yak, Baba Yak, Baba Yak. Kieferspitzenhöhle entdeckt. Eine ganze Menge Höhle nehmen wir. Alter, sah es gruselig aus gerade. Was zum? Oh, wie? Was? Wer? Oh Gott! Man weiß nie, was passiert. Wo ist er denn? Mist, ich habe ihn unsichtbar gemacht. Und mein Gegenstand ist nicht ausreichend geladen, das heißt, ich muss kämpfen. Darf gerne aufhören, so hell zu sein. Alter, was ist das? Oh. Wir haben die Höhle soeben, das war der Sound, wir haben die Höhle erforscht. Das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, abgeschlossen. Jo. Dieser Sound kommt immer dann, wenn es abschließend ist. Das war offenbar diese Truhe. Die mussten wir im Blickfeld halten. Gut, dann haben wir uns einen kleinen Scherz mit dem Bären erlaubt. Wir haben uns einen Bären aufbinden lassen. Oder in der nächsten Folge würde ich sagen, erkunden wir und finden wir die Himmelsschmiede. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir diesen Bären noch erledigen. So. Und erklimmen wir noch einmal diese Stufen nach Hochrodgar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.